So, willkommen also heute zu einer weiteren Folge der Clicker Idle und Incremental Games. Also, das letzte Spiel in der Runde ist Zombidle. Das Event, wie ihr sehen könnt, ist vorbei. Es gibt ein Update natürlich, ein paar Neuigkeiten. Free Devil Deals Event ist noch nicht wieder aktiv. Mal gucken, was jetzt die nächsten Events sind, die anstehen, also die nächsten Mini-Events. So, Slots Form gleich mal einsammeln und Upgrade to Carl. Das heißt aber auch das nächste Item, 10% Karl-Bonus ist als nächstes wieder dran. Und da fehlen mir jetzt noch 18, so Bosse killen, Upgrade Swarm of Bats, das können wir gleich mal machen. 100 für die Swarm of Bats. So, füttern. Und ja, dann muss er jetzt nur noch kämpfen gehen. Mal gucken, ob er stark genug ist, da ein bisschen was anzustellen, weil natürlich ich ja schon wieder ziemlich am Ende hänge. Und das wahrscheinlich hier nicht so ohne weiteres klappen dürfte, aber ich kann den ja einfach mal hier hinstellen. Aber da gilt es wahrscheinlich nicht, dass es als Boss kills, weil natürlich keine Bosse auftauchen. Okay, mal gucken, ich habe doch nicht alle Maps vervollständigt. Ja, dann kann ich ihn ja mal hier hinschicken. Dann kann er mir da die Bosse killen. Also ihr seht, ich habe inzwischen meine Orb-Zahlen erheblich vergrößert. Ich bin jetzt bei 223 T und stehe demnächst wieder vor dem nächsten Update, beziehungsweise der nächsten Medaille, die mir dann ein Fünffaches an Skulls ermöglicht, also die nächste Death Metal. Mit dem neuen Update, da ist jetzt der, gut, auch schon fertig, genau, schauen wir mal in die News, Advanced News, so, also hier haben wir nach dem neuen Update, was jetzt gekommen ist, den Nightmare Mode. Den kann ich euch wahrscheinlich noch nicht vorführen, weil der erst ab Level 4000 verfügbar ist und da stehe ich noch knapp davor. Dafür gibt es weitere Death Metals und die Arkan-Batterien-Level sind etwas erhöht worden. Und was auch sonst noch so an Bug gefixt ist, keine Ahnung. Also das letzte ist jetzt 2,5S2. Als Death Metal. Die anderen sind im Endeffekt soweit gleich geblieben. Das sind noch die beiden letzten Königreiche, wo mir die Könige fehlen, als auch wo mir die beiden Wizards fehlen mir auch noch. Und erst wenn man die sechste Black Orb, den sechsten Black Orb bekommen hat, dann soll wohl dieser Nightmare-Modus verfügbar sein, weil er eben auch mit Level 4000 startet. Das heißt aber auch, dass ich, weil der König beginnt bei 4006 bis wahrscheinlich 4025 oder sowas wieder in der Dreh, der Black Wizard dürfte dann noch ein Stück höher sein. Und deswegen, ja, das geht noch nicht sofort. Wobei ich aber nochmal schauen muss, weil ich habe jetzt noch ein paar Updates bekommen. Aber ich kann mich hier offensichtlich trotzdem noch nicht so weit durchsetzen, dass ich hier in der Lage bin, die 4000er zu knacken. Also gucken wir mal, was in meiner Crafting-Hölle aktuell los ist. Da ist jetzt zwar noch ein grüner Schwert dazu gekommen, aber das war es dann auch schon. Also hier könnt, also die sind ja eh noch nicht maximal gewesen. Ich glaube, den habe ich jetzt aufgelevelt. Genau, den habe ich jetzt schon auf Stufe 5 gehoben, also von 35% auf 40%. Und hier unten 50 Batterien, um 5 Stunden speichern zu können. Das ist ziemlich der Hammer. Vor allem das Problem, wie komme ich denn an diese blöden Power Cells ran? Also ich hoffe mal, dass es da dann noch einen anderen Weg gibt, als nur über dieses Müllcrafting, weil ich muss ja erstmal diesen ganzen Müll erzeugen, damit ich das überhaupt dann kräften kann. So, also Scherz, hier läuft der andere Scherz. Jetzt bin ich eben wieder dabei, nachdem ich hier wieder einen neuen Mirahem Shared, also einen Sechsfach-Multiplikator gemacht habe, jetzt das nächste wieder für grün zu machen. Zwei habe ich jetzt, der dritte läuft gerade, das heißt, das wäre das erste, dann fehlen noch drei weitere. Das braucht also auch noch seine Zeit. Und was ich jetzt schon gekräftet habe, eben die Items vom Event werden ja jetzt Super-Items, die dann weitere Boni ermöglichen. So, mal gucken, wo stecken denn die beiden? Weil es gibt einmal eben hier die Superkrabbe, also Megakrab, die bietet mehr Skulls, also eben Dreifachmultiplikator für Skulls. Und der Fisch, da ist der Stockfisch, der gibt DPS-Multiplikatoren, beziehungsweise eben ein Dreifachmultiplikator für DPS. Die sind dann eben in den Item-Elementen sichtbar, also die sind hier in den Bonus-Multiplikatoren vom Items, fließen die mit ein.
Und was jetzt auch noch ist, da muss ich allerdings in ein anderes Land, also in ein anderes Königreich wieder zurück. Es ist mit dem Update jetzt auch ein Item-Dump wieder im Sale. Also hier der Item-Dump, die Items im Western Swamp stehen aktuell im Sale. Das heißt, die kosten dann tatsächlich nur die Hälfte an den normalen Diamanten. Im Moment habe ich jetzt 614 zusammen und es betrifft tatsächlich alle. Und interessant ist dabei aber im Moment nur das Increased Portal Level, die ich mir da jetzt auf jeden Fall schon mal mitnehmen werde. Und die Storage und so weiter, das ist alles uninteressant, weil ich habe jetzt schon mehr als genug Geister, aber dann natürlich nochmal die Reduce Monster Costs, weil auch das nochmal einen kleinen Bonus gibt, dass ich eben ein bisschen mehr Monster aufleveln kann. Alles andere werde ich jetzt noch nach und nach dann einsammeln. Die Common Orbs, also die beiden kann ich jetzt mal noch mitnehmen. Dann habe ich die beim nächsten Durchlauf, auch wenn das natürlich nicht mehr viel ausmacht. Aber dann habe ich jetzt nur noch 325, die ich jetzt nochmal sammeln muss, bevor das zu Ende geht. Dann habe ich den nächsten Item-Dump leer gekauft. Und dann gibt es tatsächlich nur noch sehr, sehr wenige Items, die ich aufgrund meines späten Einstiegs in Zumbeidel, beziehungsweise es war ja vorher auch noch nicht auf Steam verfügbar, die ich halt hier noch nicht gekauft habe oder die ich halt hier noch nicht haben konnte. Und dann gilt es halt, diese Sachen noch zu holen. Die sind durchaus interessant, wenn auch relativ teuer, weil die Sachen können halt also nur zu einem Super-Item kombiniert werden, das ebenfalls 20% White Orbs ermöglicht. Das heißt, da ist es erstmal sinnvoll, den 250er zu holen, dann die 450 und hier ebenfalls 450, die jeweils auch nochmal 20% White Orb Bonus dann bekommen. Dann das Decrease Skill Cooldowns ist natürlich nett. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Also mal sehen, ob die hier nochmal irgendwann in den Sale kommen. Ich muss mir nochmal anschauen, zu welchem Event die gehört haben. Weil das ist, glaube ich, ein Event, was sich in der Form nicht wiederholt, weil es nicht so ein zeitlicher Termin ist. Das andere hängt eher mit Bobs Geburtstag zusammen, weswegen die jetzt halt alle im Sale sind. Also beziehungsweise warum die jetzt wieder vergünstigt angeboten werden und mal sehen, wie es dann mit dem Rest hier noch aussieht. Gucken wir nochmal, ob mir die Boni irgendwas gebracht haben. Also nicht sehr viel, beziehungsweise die sind schon wieder ausgelaufen. So, mal gucken, was die Scroll noch sagt. Ja, 8 Diamanten, das ist sehr schön. Da kann ich dann gleich schon mal eben für das restliche Sparen anfangen. So, dann machen wir jetzt das Quick Portal gleich. Weil hier habe ich jetzt eh noch einen Bonus-Multiplikator, eben dass ich jetzt mit 12 multipliziert bekomme, statt mit 11. Und dadurch jetzt 4 T White Orbs bekomme. Mal gucken, wann jetzt hier eben die nächsten. Also gut, erstmal das Chest-Item. Hier sind wieder die Double White Orb Events. Das heißt, hier werde ich dann auf jeden Fall schauen, dass ich nicht nur, ich denke, die 250 werde ich vorher noch schaffen, aber dann ist das Ziel tatsächlich die 250 und dann die 500 zu erreichen. Weil das heißt, wenn ich dann 8 T. Oh, der verdoppelt sogar die White Orbs dann auch selber nochmal. Also wenn ich dann 8T pro Durchlauf habe, habe ich dann, also für 240 brauche ich dann 30 Durchläufe. Naja, das werde ich wahrscheinlich nicht so ohne weiteres dann machen. Aber es wäre auf jeden Fall empfehlenswert. Dann könnte ich da auf jeden Fall damit rechnen, dass ich dann in die 4000er schaffe. Vielleicht schaffe ich es auch vorher schon. Mal gucken, wie das genau aufgeht, ob das School Value eventuell schon so weit reicht oder wahrscheinlich, dass ich bis dahin dann hier im Arkan auch schon die nächste Stufe fertig geschafft habe. Weil das, was ich jetzt natürlich wieder brauche, ist das Ghost Crafting. Also beziehungsweise ich muss jetzt wieder einige Ghost Sachen craften. Einfach um eben hier die nächsten Shared mit zu unterstützen. So, das heißt, das machen wir jetzt mal komplett. So, hier kann ich jetzt, wobei ich kann eigentlich weiterhin die Dinger hier kräften. So, das ist jetzt der erste. Ich brauche 2 Stück, um ja aus diesem Death Magian Jar einen solchen Greed Splinter zu bauen. Und der andere Shared ist jetzt auch bald zu Ende, der 3 Tage gedauert hat. Der wird mit dem Boost jetzt noch nicht ganz durch sein, aber das kann ich jetzt einfach mal weiterlaufen lassen und mache einfach mal den Boost dazu. So, dann sind hier jetzt natürlich wieder 2 Stunden aufgelaufen.
Und so, jetzt muss ich mal gucken, wie viele von denen. Ja, ich habe jetzt erst vier davon. Das heißt, ich bräuchte aber sechs, um natürlich dort das passende Ektoplasma herzustellen. Also es dauert noch ein bisschen. Mal sehen, wenn ich jetzt noch ein Scroll bekommen sollte, die das nochmal upgradet, dann könnte es vielleicht reichen. Aber ansonsten gilt es jetzt erstmal wieder eben nach dem Reset die Seelen einzusammeln und natürlich noch die anstehenden Diamanten, die natürlich auch noch verfügbar sind wieder. So, hier mit den Upgrades, das dauert natürlich noch 4 Stunden, bevor da das nächste verfügbar ist. Und deshalb erstmal jetzt hier wieder die Reihe durchgekauft, bis zu den letzten, die dann gleich maximiert werden. Und dann aktivieren wir auch gleich die Skills. Ja, das ist jetzt natürlich wieder eben das Königreich, wo ich nicht Fuß fassen kann, also wo ich zumindest nicht starten kann, sondern da muss ich wieder in das Königreich davor zurück, wo ich noch keine Monster kaufen kann, weil da brauche ich wieder die 6 Black Orbs. Jetzt geht es dahin, den Nightmare Mode freizuschalten und tatsächlich zu schaffen, Level 4000 zu knacken. Das heißt, wenn ich da langsam dann hinpushen kann, dann steht mir natürlich auch der, na komm, zeig's mir, der Angel wieder an. Das heißt, bei Level 4000 mal sehen, was er da für ein Item fallen lässt und welchen Bonus das nochmal mit sich bringt, weil eventuell ist das ja auch nochmal ein ganz guter Orb-Multiplikator. Das heißt, wenn ich dieses 4000er schaffe, irgendwie vor dem Double White Orb Event wieder zu machen, dann könnte das wieder noch ein, zwei Stufen von den Death Medals bedeuten. Aber es ist natürlich auch noch eine Woche hin, 6 Tage bevor das beginnt. Also mal sehen. Also es kann durchaus noch ein bisschen was sein, wenn ich ein, zwei Reset tatsächlich pro Tag schaffe, wäre das machbar. Ich denke, den nächsten Mayatem-Shared für die grünen Sachen, also gehen wir hier nochmal hin, also hier den nächsten, also der Fortune-Shared, den 16. sollte ich auf jeden Fall voll bekommen und mal sehen, wie weit ich dann schon wieder mit dem nächsten Mayatem-Shared in 6 Tagen bin. Hey, gleich noch eine Lachchest. Ich habe mich ja immer gewundert, wenn ich hier rumklicke, weil mal konnte ich die schnell durchklicken und mal nicht und das liegt einfach daran, weil ich muss ihn anklicken, dann ist die Sache auch schnell erledigt und ich kann dann hier jetzt auch eben noch mal kurz durchlaufen lassen. Meine 11 Diamanten, die ich ja durch das Klicken bekommen kann und nebenbei meine Geister einsammeln kann. Vor allem das Ding dazu machen, damit ich hier, damit es ein bisschen schneller und performanter läuft. Weil solange das Fenster an der Seite offen ist, hat er teilweise ein bisschen, ja, ist ein bisschen zögerlich, was den Fortschritt angeht. So läuft er auf jeden Fall deutlich zügiger durch. Soweit für heute von Zum Beidel und beim nächsten Mal hoffentlich dann schon eine Rückmeldung aus dem Nightmare Mode. Aber heute erstmal nur die Vorbereitung zum Nightmare Mode.